Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht hier vielleicht ein gewisses Chaos. Ich versuche momentan meine alten Lego Star Wars Sachen zu rekonstruieren. Ja, und deswegen liegen hier auch schon halbfertige Sachen rum und so weiter. Aber das ist nicht dessen, weswegen ich das Video mache, sondern. Klebt doch mit letzten Anleitung. Sondern ich war im Urlaub. Und jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, hole ich mal so ein Lego Set für 5 Euro. Halt so eins, aus dem man halt mehrere Sachen bauen kann, viele mehrere Sachen. Und in diesem Fall ist es dann dieses hier geworden, Lego Classic, grün sozusagen. Und ja, das werde ich dann jetzt auspacken und ich werde dann irgendwas bauen. Hoffentlich, wenn ich es hinkriege. Ist. Schwer mit einer Hand. Vor allem, wenn da so ein verdammter Aufkleber ist da. Geschafft. Zumindest die Seite. Oh, ja, so. Das heißt. Das Teil und den Anleitung. Beziehungsweise Vorschläge und ja, zwei Tüten und eine leere Box sozusagen jetzt. Warte mal, kann ich die leere Box ganz zufällig als Handyhalter verwenden? Wäre halt ganz nützlich, ne? Das klingt nicht ganz so gut. Aber warte mal, ich kann doch rein theoretisch auch hier das Teil. Jetzt das Handy dann irgendwie hier drauf. Oder so. Wenn ich sozusagen hier das Geschütz da, so als Stütze. So. Da habe ich nämlich jetzt zwei Hände frei. Wow. Am besten wäre es, ich noch zwei Kartons. Ich stelle das Ganze jetzt dann da drauf. Dann hat man nämlich so eine gewisse, ein kleines bisschen eine Sicht von oben. Und man kann gut alles erkennen. Also. Lege ich mal da hinten hin. Ich spiele halt einfach immer noch gerne mit Lego und so ein bisschen was rumzubasteln. Das ist ganz gut. So, das kann man alles da draus machen und vermutlich noch wesentlich mehr. Aber ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mit dem Traktor an. Das heißt, Seite 26, ich kann Inhaltsverzeichnis lesen. 26, das ist Krokodil. Und dann haben wir hier die Seite 26. Fangen wir damit mal an. Also, als erstes benötigen wir ein paar offene Tücher. So, öffne Nummer 1. Öffne Nummer 2. Öffne Nummer 2. Anderer Haufen mit den Teilen. Wunderbar. Also als erstes benötigen wir das hier. So, ganz einfach. Dann das rote hier drauf. So. Perfekt. Und dann dieses Teil. Hier unten dran. Nächste Seite. Machen wir das. So. Hält. Perfekt. Was ist das nächste, was wir brauchen? Das hier drauf. Und so und so. Perfekt. Jetzt brauchen wir das Fenster direkt. Die Frontscheibe. Zusammen mit dem Rücken heute. Kann alles super erkennen. Gut. Zumindest halbwegs hoffe ich es. Dann hier das drauf. Und das. Dann haben wir ein Dach. Nächste Seite, bevor mir noch alles umkippt. Dann brauchen wir die zweite Radachse. Hier unten dran. Und jetzt muss ich die Räder bauen oder was? Zuerst mal mache ich die großen gerade, weil ich schon dabei bin. So, eins und zwei. Das kommt dann nach hinten. Und dann die beiden. Zusammen mit den kleinen Teilen. Eins und zwei sind beide drin. Hier rauf und hier drauf. Und damit haben wir. Ich glaube, das ist der Traktor schon. Nein, oh, ganz, ganz grausam. Hätte ich das noch vergessen? Unverzeihlich. So, wir haben einen Traktor fertig. Perfekt. Man kann ihn erkennen, hoffe ich.
Man kann auch hoffentlich erkennen, wie ich das gebaut habe. So, Teil Nummer 1. So, als nächstes würde ich dann ganz gerne. Machen wir zuerst die Burg, wenn wir dafür die Teile haben. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach. Burg, Seite 8. So, Seite 8. Ich kann Seiten umblättern. Und dann brauchen wir als erstes dieses hier. So, darauf kommen dann zwei andere grüne Stückchen. So. Perfekt. Dann kommt jetzt hier unten ein kleines rotes Teil. Ein flacher roter Zweier. Haha, flach, haha. Dann kommt hier ein Vierer. Und dann die Tür. So, Türen setzt man zusammen. Fast ganz einfach. So, Tür ist zusammengesetzt. Die kommt so rum. Sieht so aus. Kommt hier so rein. Dann kommt als nächstes diese beiden Teile. Hierhin und hierhin. Wir nähern uns im Ganzen schon ein bisschen an. Ich muss mal den Winkel ein bisschen ändern. Sonst baue ich noch vor der irgendwo, aber nicht vor der Kamera. Kommt als nächstes jetzt dieses hier. Das setzt man hier drauf. Wunderschön. Zusammen dann mit solchen Teilen. Ich finde halt einfach, also solche Kisten, da kann man halt eigentlich alles draus bauen, hat man unendlich Möglichkeiten, weil es halt viele verschiedene Teilchen sind und nicht irgendwie spezifische Teile. Wie zum Beispiel an dem hier. Das sind halt zum Beispiel Gelenke. Hier die Dinger, die kannst du halt nicht irgendwie einfach zu irgendwas zusammenbauen. Und deswegen finde ich dies jetzt eigentlich ganz cool, weil man sich damit auch richtig lang beschäftigen kann, wenn man Spaß an sowas hat. Und ich habe Spaß an sowas und deswegen kann ich mich damit richtig lang beschäftigen. Ganz einfach. Dann brauchen wir als nächstes hier die beiden. Hier und hier. Ja, und so ein 5-Euro-Set im Urlaub, so ein 5-Euro-Lego-Set, sag ich mal. Ich bin jetzt zwar nicht mehr im Urlaub, weil ich einfach im Urlaub nicht mehr dazu kam, das alles zu bauen, aber es ist dann doch schon eine ziemlich gute Unterhaltungsmöglichkeit, wenn man dann mal zu viel Zeit hat oder gerade einfach nur im Hotelzimmer rumliegt oder sonst irgendwas. Da kann man auch einfach sich was bauen. Perfekt. Nächste Seite. Die beiden ockerfarbenen Dinger kommen hier hin und so hier hin. So sieht es momentan aus. So. Mensch, ist das schwer, in der Kamera zu bauen, habe ich noch nie gemacht. Ah, das sollen Fahnen sein. Cool. So. Ist es schon fertig, oder? Ja, schon fertig. Gut, dann haben wir hier dann die Burg gebaut, sozusagen. Das Burgtor. Und dann kommt als nächstes das Krokodil. Und zwar hier. So, fangen wir hiermit an. Dann kommt das Teil da dran. So, und hier. Damit ist vermutlich der Schwanz vom Krokodil. Dann hier die beiden. Vielleicht Beinchen. Darauf folgt dann das Teil. Dann nochmal Beinchen. Und dann wieder so ein grüner Zweier. Und jetzt zwei Zähne. Dann baue ich hier oben jetzt wo drauf? Auf den da. Das Teil. Und ich gehe mal davon aus, dass man das jetzt hier drauf setzen kann. Ja, so ungefähr. Dadam, die beiden zusammen und die beiden zusammen. Sekunde, habe ich was falsch gebaut? Nee, doch, ja. Darf nämlich nur so sein. So, ich hatte es eben da, jetzt ist es da. Weil sonst kann man die Zähne nicht ganz ranmachen. Kommen als letztes noch die Augen, die Äuglein. Da und da. Ist richtig? Ja. Nein, nicht richtig. Andersrum. Nicht so, sonst guckt der ja noch unglücklich. Muss ja froh sein, der Kerl. So kann er aber leider nicht froh sein. Es tut mir leid. Das habe ich ihn kaputt gemacht. So, die Augen richtig rumdrehen. Wir haben doch nicht so unfähig wie ich. So. Sieht schon vielleicht ein bisschen fröhlicher aus. Und so. Jetzt sieht er schon fast happy aus. Ja, und als Ersatzteil haben wir dann noch hier die beiden übrig. Eine von diesen Radkappen. Nee, nicht Radkappen.
Ich habe vergessen, wie es heißt, egal. Felgen. Genau, eine der Felgen und ein Auge. Und dafür haben wir jetzt eine Burg hier stehen, ein Eutelchen, ein Krokodil. Und dafür, dass es halt nur 5 € kostet, sind da halt vergleichsweise relativ viele Teile dabei. Und es ist halt auch wieder neu kombinierbare Teilchen und sowas. Also eigentlich, ja, das ist perfekt für einen Urlaub oder so. Ich habe da immer Spaß dran. Krokodil, Burg gebaut, Traktor, Ersatzteil. Ach, egal, ich lasse es einfach. Naja, bis dann. Ansonsten, ach, man kann meinen Fuß sehen. Ja, ich trage eine Socke, weil ich eine Schiene trage. Ansonsten, bis dann. Tschö.